Leiter von der Steko Fight Night. Die Steko Fight Night ist gerade zu Ende gegangen. Wir sind hier mit Mario Svitanovic. Mario, du hast eine Gegnerin für einen von den Steko Fighterinnen. Ja, das wäre meine Gegnerin, also meine Kämpferin heißt Daniela Graf. Und sie würde gerne einen Kampf machen, würde sich auch anbieten, deutsche Meisterschaft zum Beispiel gegen die Marie Lang von den Stekos. Wir arbeiten jetzt schon längere Zeit daran, dass die Daniela mal wieder bei den Stekos kämpft. Und ja, jetzt müssen wir einfach abwarten, wie das Ergebnis dann vielleicht durch dieses Interview ein bisschen impulsiver werden könnte. Hast du ein paar positive Worte für die Steko Fight Night übrig? Schwer. Ja. Warum? Hast du eigene Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe auch eigene Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch schon mehrmals auf den Stekos-Veranstaltungen gekämpft. Die haben mir schon mehrmals die Möglichkeit gegeben, meine Titel da auch zu verteidigen und auch die Möglichkeit gegeben, mal Superfights zu machen. Hier in dieser Halle habe ich auch schon mal verloren bei einem Superfight. Meinen letzten Kampf habe ich gegen Dardan Morina gemacht. Den habe ich verloren. Ja, nicht korrekt verloren, aber verloren nach dem Urteil. Und ich bin auch noch oben im Ring zu den Stekos hingegangen und auch noch zum Dardan und habe ihn herausgefordert, das nächste Mal, wenn er kämpfen möchte, gerne um seinen Titel. Ja, dann wird es auch ganz anders sein mit diesen Nachtretgeschichten und alles. Ja, also hast du nochmal das Bedürfnis, gegen Dardan anzutreten? Mir ist es im Grunde genommen egal, ob ich gegen Dardan kämpfe. Mir geht es einfach nur darum, ich möchte nochmal einen Kampf machen. Ob sich das in Deutschland anbietet oder im Ausland, das wird man dann sehen. Ja. Weil ich sag mal, ich kann in Deutschland gewinnen und verlieren und ich kann im Ausland gewinnen und verlieren. Ja. Es ist immer einfach die Qualität, was dann dahinter steckt. Ich wünsche mir dabei viel Erfolg. Bis bald. Dankeschön.